Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, Fake Shops. Die Weihnachtszeit ist gerade vorbei und damit wird natürlich auch die Anzahl derer, die im Internet auf einen Fake Shop hereingefallen sind, massiv angestiegen sein. Günstige Preise, super Schnäppchen, zu verlockend. Oftmals besiegt das Glauben wollen den gesunden Menschenverstand, Luxus für den schmalen Geldbeutel, Marken zu Traumpreisen. Leider gibt es kaum einen Bereich, der so lukrativ für Betrüger ist wie das World Wide Web. Diese Form der Kriminalität zu bekämpfen oder gar zu beseitigen, ist eine gute Idee, aber leider auch nicht mehr. Sie fordern in Ihrem Antrag, die Landesregierung möge sich auf bundespolitischer Ebene für den Ausbau von Bildungsangeboten für digitale Aufklärung einsetzen. Wie stellen Sie sich das vor? Ein Blick auf die Seiten von Verbraucherzentralen vermittelt jede denkbare Information. Die Polizei Niedersachsen bietet auf der Seite polizeiprävention.de alle relevanten Fakten an. Den Ratgeber gibt es auch als Downloadformular. Was möchten Sie noch? Wollen Sie ein Angebot in den Schulen? Dann nehmen Sie es in die Lehrpläne auf. Das notwendige Aufklärungsmaterial dazu ist längst erstellt. Eine zentrale Ansprechstelle für Geschädigte ist das die Polizei. Im Übrigen führt die Polizei bereits eine Online-Liste über erkannte Fake-Shops. Ebenso die Verbraucherzentralen, Webseiten wie onlinewarnungen.de listen ebenfalls Fake-Shops auf. Die Ansprechstellen sind vorhanden, der Bürger muss sie nur nutzen. Auch eine weitere Behörde wird daran nichts ändern. Eine Kompetenzerweiterung für das Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik wird gefordert. Um welche Kompetenzen? Darüber schweigt sich der Antrag aus. Ein neues Gütesiegel? Wie stellen Sie sich ein fälschungssicheres Gütesiegel im Internet vor? Es werden hochprofessionelle Webseiten inklusive aller Gütesiegel kopiert. Was für ein Siegel ist Ihrer Meinung nach unkopierbar? Ein nationales Gütesiegel, schon erstaunlich, dass das gefordert wird. Die meisten Fake-Shops sitzen im Ausland. Selbst die Endung .de lässt nicht den Rückschluss zu, dass dieser Shop in Deutschland ansässig ist. In einer Recherche des SWR aus 2018 fand man über 1 Million Fake-Shops im Internet. Domains kann man bei vielen Anbietern auf dem Markt auch einfach mit gefälschten Angaben erwerben. Die Domaininhaber sind also im Regelfall auch nicht über die DENIC ermittelbar. Die meisten Fake-Shops bestehen nur wenige Wochen, gehen erste Anzeigen ein, werden die Shops geschlossen und unter einem anderen Namen wiedereröffnet. Internetkriminalität ist eine unangenehme Begleiterscheinung der internationalen Vernetzung. Eine hohe Zahl der Delikte wäre vermeidbar, wenn die Käufer nur ein Minimum an Vorsicht und Recherche walten lassen würden und vor allem, wenn sie zwei Dinge verinnerlichen würden. Superschnäppchen gibt es nicht und wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es auch nicht wahr. Wir lehnen den Antrag ab, er hört sich nett an, das war es aber auch. Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin.